Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es kein Review oder so, nee. Und zwar ist es mehr ein Tutorial, möchte ich jetzt erstmal sagen. Und zwar, wie ich es am besten finde, die Shisha zu putzen. Ich habe hier mal alles so ein bisschen aufgelegt. Ich habe hier meine PNX 660 ein bisschen zerlegt. Um euch das nochmal ein bisschen zu zeigen. Hier ist das Tauchrohr. Hier ist die Rauchsäule. Das ist die Bowl. Hier ist der Kohlenteller. Das sind die zwei Schlauchadapter, die mit dabei waren. Das sind die zwei Rückschlagventile. Das sind zwei Lichtungen dazu. Alle vier Kugeln. Das ist die Base. Das ist der Kopfadapter. Das ist die Kopfadapterdichtung. Und genau, das war so dabei. Was brauche ich zum Reinigen? Voilà, geh weg. Eine Bürste. Da habe ich eine kleine und einmal noch eine große Bürste fürs Tauchrohr. Das ist die große Bürste. Dann habe ich viele Handtücher zum Trocknen machen und habe das hier, aber werde es auch hier alles wieder drauflegen, damit es nicht auf meinem Bett drauf, weil das ist mein Bett. Kennt ihr aus meinem ersten Video, glaube ich. Dann Vaseline, zum Einfetten werde ich aber dann noch genauer erklären. Klopapier und genau, etwas kleines selber gebautes. Und zwar, genau, werde ich dann auch noch näher erklären. Gut. Genau, wollte ich erstmal sagen, sehen wir uns dann im Bad wieder. Jo, ihr seid jetzt im Badezimmer angekommen. Hier in dem Waschbecken putze ich immer meine Shisha und mein ganzes Zeug. Und genau, also ich persönlich fange immer gerne mit der Rauchsäule an. Ja, keine Ahnung, weil ich eigentlich finde, dass sich da am meisten Dreck ansammelt und dass ich das halt immer gerne zuerst putze. Und zwar werde ich jetzt so machen. Ich werde jetzt hier aus dem Wasserhahn einfach ein bisschen Wasser rauslassen. Hier die Shisha so ein bisschen schräg halten, damit das Wasser bis runter durchtropft. Das fange ich dann mit meinem... verstopfe ich dann quasi mit meinem Finger, dass ich das ein bisschen sammelt. Und dann schüttle ich das erstmal aus und gucke erstmal so, was an Dreck rauskommt. Dann werde ich hier, denke ich mal, das Waschbecken komplett füllen, um das dann komplett reinzulegen und um mit der Bürste durchzugehen, um den letzten Dreck halt noch rauszubekommen. Okay, dann probieren wir mal, ob das alles jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oh ja, da kommt schon wieder gut was raus. Ihr seht auf jeden Fall, ich war mal wieder rauchen. Hab aber leider nichts Neues, was ich euch vorstellen könnte. Aber es ist schon wieder einiges bestellt. Also freut euch auf ein paar Videos. So. Okay, das war's jetzt erstmal. So, dann mache ich das jetzt hier erstmal voll. Und leg die rein. Was ich euch sagen kann, nehmt keine Seife oder sowas, weil das einen extrem krassen Eigengeschmack hat und ihr das nicht so leicht wieder rauswaschen könnt. Habt das schon oft gesehen, dass viele das mit Seife gemacht haben. Ich habe es auch mal selber gemacht, was ziemlich dumm war. Lasst das sein, nehmt auf keinen Fall Seife. Gut, jetzt hat sich das hier alles ein bisschen eingeweicht. Jetzt gehe ich hier einfach mit der Kohlenzange sage ich schon, mit dem Bürste hier durch. Macht das in so einer kleinen Drehbewegung, weil die so leicht wieder rausgeht. Und lass es hier wieder rein. Genau. Jetzt können wir schon mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so gut seht. Und zwar sieht es schon relativ gut aus. Ich glaube, das müssten nur einzelne Wassertropfen jetzt sein. Aber immer schön durchgehen, das ist auf jeden Fall gut. Weil ihr wollt ja nicht immer den alten Schmodder mitziehen. So. Gut, jetzt kommen wir zu meinem kleinen Gegenstand, den ich jetzt gleich mal holen werde. Und genau. Das ist dieses gute Teil hier. Das ist ein Stück Stoff von einem T-Shirt, habe ich da genommen. Daran eine Schnur befestigt und von der Kohlenzange den Alufolienzerstecher ran gemacht als Gewicht. Das gibt es zu bauen als Tutorial bei Fabios Shisha Tutorials von Gambler Play, glaube ich. Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt jetzt hier eure Rauchsäule raus, pustet es einfach mal durch, damit es ein bisschen trocken ist. Genau, dann führt ihr hier das Gewicht ein, was das halt alles so ein bisschen verschweren soll. Ich muss das hier mal ein bisschen rumdrehen, so. Steckt das hier durch, führt das dann komplett durch, bis das unten rauskommt.
Los, komm schon. Langsam ist es doch mal. Na. Jetzt so. Genau. Hier seht ihr, kommt das Stück durch. Das zieht ihr dann durch, bis hier oben sich das Stoff Dings reinzieht. Das zieht ihr dann auch komplett durch die Rauchsäule. Oder das benötigt bei mir ein bisschen Kraft, weil das relativ dick ist, damit das gleich alles schön trocken ist. Und zieht das jetzt hier durch. Und dann habt ihr eine wunderbar perfekt trockene Rauchsäule. Das macht ihr eigentlich mehrmals so. Ich mache das immer so 3 bis 4 Mal. Und genau, dann habt ihr eine super saubere Rauchsäule. Kommen wir nun zum Tauchrohr. Das Tauchrohr hier, wie ihr seht, bei der PNX ist echt, voilà, extrem dick. Was eigentlich das relativ einfach macht, zu säubern. Wenn ihr auch eine PNX habt, wundert euch nicht. Das Tauchrohr ist relativ rau. Also ich habe am Anfang gedacht, dass es halt Dreck ist. War es aber nicht. Die Rauchsäule ist halt einfach relativ rau innen drin. Ich lasse die halt immer erst so in das Wasser rein, so in den Bassin so ein bisschen einweichen. Schüttel das mal durch. Lass das raus. Sieht man, ein bisschen Dreck kommt raus, wobei bei der Rauchsäule halt nie so viel Dreck kommt. Dann nehme ich immer meine größere Alter, ich krieg das Wort, meine größere Bürste, meine Fresse, die damals bei meiner Aladdin mit dabei war, und hau das hier mal durch, komplett durch. Verfängt sich hier unten dann immer mal kurz, aber ist eigentlich nicht das Problem. Immer in der Drehbewegung kriegt das, finde ich, am besten raus. Genau so. Wasch mir die auch gleich noch ein bisschen mit aus. So. Und dann seht ihr jetzt schon, sieht die Rauchsäule jetzt schon relativ sauber aus. Wie gesagt, das Raue innen drin ist kein Dreck. Das ist das Tauchrohr selbst. Jetzt habe ich schon wieder mein Gerät weggenommen. Nehmt wieder das kleine selber gebaute Teil hier. Kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Das ist wirklich sehr gutes Teil. Hat mir viel erschwert, weil ich habe das immer probiert auszupusten irgendwie. Und ja, also ihr führt das hier wieder durch. Das ist relativ einfach beim Tauchrohr. Da es halt ziemlich dick ist und da kann das passiert das selten, dass es halt sich verstopft. Hier seht ihr das wieder. Zieht das halt einfach durch. Und dann ist die auch wieder trocken. Hier geht es um einiges einfacher. Ja, jetzt nehmt ihr aber auf jeden Fall noch ein bisschen Klopapier. Ich stelle das mal kurz hier oben ab. Nehmt euch ein bisschen Klopapier oder halt einfaches Teewa oder so und macht hier auf jeden Fall das Gewinde trocken, weil sich da gut der Kalk absetzen kann. Ich gehe da immer so mit dem Finger rein und drehe das halt einmal drin eine Runde. Und genau, dann macht ihr das so noch ein bisschen trocken. Gut, Leute, kommen wir jetzt schließlich mal zur Bowl, welche wirklich ziemlich groß ist, gerade bei der PNX und generell, was die Bowl angeht, relativ schwierig ist zu machen, denn man könnte schnell mal so ans Waschbecken rankommen, und da das ja alles Glas ist, kann die dann sehr schnell kaputt gehen. Deswegen mache ich es immer so: Ich nehme eine flache Hand hier und schleiche sie damit und lege die hier so leicht auf und tue die so ein bisschen in den Wasserhahn rein. Und lass einfach so ein bisschen das Wasser reinlaufen. Es muss erstmal am Anfang nicht viel Wasser sein, Hauptsache es ist ein bisschen was drin, damit ihr die nämlich so wie jetzt rausziehen könnt. Und dann seht ihr hier, ist jetzt ein bisschen Wasser drin. Und das mache ich jetzt in so einer Kreisbewegung unten erstmal. Und dann schüttel ich das generell nochmal so durch. Müsst dabei aufpassen, dass ihr euch nicht aus der Hand rutscht, weil da ist ihr ganz sicher im Arsch. Es sei denn, ihr habt Glück. Genau. Hier sehe ich jetzt unten, weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Na, wobei. Nee, das kann man wirklich nicht gut erkennen. Noch ein paar kleine schwarze Restchen, die man jetzt ganz einfach rauskriegen. Indem wir das Ganze einfach nochmal machen. Gut, wenn ihr das jetzt mit warmem Wasser gemacht habt, was ich euch generell empfehle, weil das den Dreck etwas besser löst, empfehle ich euch bei der Bowl einfach, die nochmal mit kaltem Wasser auszuspülen. Wenn ihr dann nämlich zusammenschraubt,
Sammelt sich hier oben so ein bisschen das Kondenszeug an. Das sieht nicht so schön aus und das ist auch sinnlos. Deswegen spült ihr einfach nochmal mit kaltem Wasser komplett aus. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Okay, gut. Haben wir jetzt quasi die Bowl. Die Bowl drehe ich dann immer um und stelle die so mit dem Kopf immer unten auf den Boden und darunter ist ein Handtuch, damit die schön austropfen kann. Das Gewinde mache ich jetzt extra nochmal kurz ein bisschen mit Klopapier. Gut, das nächste ist der Kohlenteller. Also das dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem sein, weil ja. Ich halte den Kohlenteller, den wäsche ich einfach aus. Mit warmem Wasser am besten. Ups. Und am Ende mache ich mir einfach so einen kleinen Knäuel aus Klopapier. Vergesst gesagt, das wird zu oft. So einen kleinen Knäuel hier und trockne den und wische ihn so ein bisschen ab. Genau. Sieht man auch ein bisschen, Dreck geht schon ab. Und ja. Auf den Kaya Kohlenteller empfehle ich euch nicht, so richtig heiße Kohlen abzulegen, weil der sich relativ schnell verfärbt, habe ich gehört und auch schon gesehen. Deswegen nehmt euch einen extra Kohlenteller oder von eurer alten Shisha oder keine Ahnung, nehmt euch einen Teller und legt die Kohlen da drauf, weil es sieht nicht so schön aus, wenn er sich verfärbt. Genau. Gut, kommen wir zur guten alten Base. Kaya, ich mache keine Werbung. Ha, Spaß. Jedenfalls, genau. Die Base ist eigentlich hier, man sieht, das sind vier Schlauchanschlüsse und von innen sieht die so aus, finde ich sehr gut verarbeitet. Ich habe jetzt auch öfter schon damit geraucht. Und genau, die Base lasse ich einfach nur normal durch mit Wasser. Tu das hier mit dem Finger einfach ein bisschen auswaschen, ein bisschen rein. Genau. Geh hier. Zwischen den, hier kommt der Schlauch drauf, hier ist Ventilkugeln, hier drinnen sammelt sich gerne etwas Flüssigkeit, da sammelt sich auch gerne mal der Kalk an. Hier nochmal mit einer dünnen kleinen Bürste drüber gehen, einfach ein bisschen ausschaben, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen Bewegung da reinbringen und da geht das auch ganz gut weg. So mache ich das eigentlich immer. Und ja. Dann macht ihr das bei jedem Schlauchanschluss einmal und dann ist es schön ausgewaschen. So viel gehört da eigentlich jetzt nicht zu. Ich nehme da ja eigentlich immer ein Handtuch, wenn ich jetzt eins finde. Ha. Nee. Aber werde das jetzt gleich mal zum Trocknen irgendwo hinlegen. Base gehört eigentlich auch nicht viel dazu. Okay. Kommen wir zu den Schlauchanschlüssen, zu den Ventilen. Hier sind sie. Und zu dem Kopfadapter. Bei denen mache ich das ganz gerne so, dass ich einfach mein Waschbecken komplett dicht mache und das erstmal ein bisschen mit Wasser fülle und das Zeug erstmal hier reinlege. Ich habe davor die Dichtungen rausgemacht, weil ich die extra mache oder wenn dann eigentlich gar nicht, weil, keine Ahnung, ich finde die haben es irgendwie nicht nötig. Wobei ich da auch gerne mal Wasser sammle, die macht man eigentlich nur trocken. Wart mal ab, bis die alle schön unter Wasser sind. Lassen das kurz einwirken, also einweichen meine ich. Und dann nehme ich wieder meine kleine Bürste und da habt ihr ja hier das Gewinde. Und da sich da gerne Kalk ansammelt, tue ich das hier alles immer schön durchsauber machen. Durchsauber machen. Genau, ich spiele das hier nochmal kurz aus. Hier mache ich eigentlich nicht so viel, gehe ich immer nur noch mit Papier oder halt so ein Zeug halt immer rein, damit ich das schön trocken kriege. Ansonsten mache ich eigentlich nicht so viel. Genau. Im Kopfadapter das Ganze auch. Eigentlich überall das Gleiche. Immer schön durchreinigen und genau. Gut, das mache ich jetzt hier noch fertig und dann sehen wir uns dann später. Also gut, nehmen wir an, ihr habt jetzt eure Shisha komplett geputzt, komplett alles fertig und denkt, ja klar, lasst sie zusammenschrauben. Nee, so mache ich es nicht mehr. Und zwar nehme ich den neuesten die Molasse hier. Molasse. Die Vaseline steht auch drauf. Keine Ahnung, ich will auch keine Werbung machen, aber ich kenne das Zeug nicht. Ich habe es aus dem DM-Markt gekauft. Sieht man auch hier oben, glaube ich, dass es von DM ist. Ja, genau. Ja, weil es in irgendeinem Forum stand. Also auf jeden Fall sollte man
die Gewinde, gerade bei so einer relativ teuren Tücher wie das hier eine ist, auf jeden Fall ein bisschen einfetten, ein bisschen einölen. Und genau, wie ich das mache, ihr seht, die Konsistenz ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht so extrem cremig, aber es ist auch irgendwie nicht so extrem fest. Es ist so ein zwischendrinne Ding. Ihr werdet es ja alles selber sehen, wenn ihr euch das Zeug kauft. Nehmt einfach ein bisschen auf den Finger und geht halt so über die Gewinde drüber. Genau, ihr braucht nicht so extrem viel. Das war jetzt gerade ein bisschen zu viel. Aber geht halt so, keine Ahnung, über die Gewinde drüber, damit das schön eingefettet ist und sich das auch weiterhin schön drehen lässt, damit ihr auch viel Freude an dem, an der Shisha habt. Genau, das macht ihr eigentlich so gut wie mit jedem Gewinde. Bowl. Dann nehmt er wieder ein bisschen was und macht es in die Base rein. Und so macht er das auch bei Schlauchanschlüssen und beim Tauchrohr. Und genau. Wenn ihr damit fertig seid und überall noch ein bisschen was übersteht, nehme ich einfach etwas Klopapier. Oh mein Gott. Und gehe halt zum Beispiel so ein bisschen innen rein, weil da sollte es eher nicht sein, wegen dem Geschmack. Ich meine, es ist relativ geschmacksneutral. Trotzdem denke ich, es bietet sich das nicht so unbedingt an, unbedingt die Vaseline überall etwas drin zu haben. Passt auf, dass es nicht zu dick auftragt, damit nicht der Dreck da reinfällt, also sich da festsetzt und ja, also relativ fein. Genau, das ist wirklich sehr wichtig. Denkt dran und genau. Würde ich sagen, Leute, war es das von meinem Shisha-Putz-Tutorial? Man nennt, lasst mir eine Bewertung da, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder nach unten, wie es euch nicht gefallen hat. Und wenn euch meine ganzen Videos gefallen hat, abonniert mich doch und würde ich sagen, hau mal rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.